Herzlich Genau. willkommen zum Satzhang. Herzlich willkommen, Shiva, zum heutigen Satsang und danke für dein Sein und dein Sprechen für uns gleich. Hallo Rita. Ja, gerne. Den Dank gebe ich gleich auch zurück, Dito, an JetzTV, Devasetto, an dich auch. Bitte gerne. Von mir und hoffentlich auch von allen, die dabei sind. Ich setze es mal voraus. Ja, Satsang fängt meistens gleich an bei mir. Das heißt, Zusammensein in Wahrheit und was ist denn die Wahrheit? Also wenn es eine Wahrheit gibt, dann gibt es auch was, was nicht die Wahrheit ist. Das ist dann in unserem Fall die Illusion oder der Traum. Und die Illusion ist, dass wir glauben, dass die Welt hier, dass das unser Leben ist. Mit oder ohne Mützchen. Alle Storys, die geschehen. Das kommt uns so vor, als wäre das unser Leben. Und das ist aber die Illusion, das ist nur geträumt von dem, was wir wirklich sind. Allerdings gibt es ja keinerlei Trennung, weil der Traum und der Träumer sind ja nicht voneinander getrennt, weil der Traum erscheint ja im Träumer und er hat auch was mit dem Träumer zu tun sogar. Er spiegelt nämlich in gewisser Weise mehr oder weniger die Verwirrung des Geistes beziehungsweise das Eingeschlafensein. Wir sind eingeschlafen auf der Idee, durch die Idee getrennt zu sein, durch den Trennungsgedanken und träumen jetzt diesen Traum der Trennung. Und der spiegelt in dem, was wir erleben, diesen Trennungsgedanken. Jeder fühlt sich vom anderen getrennt. Das ist so wieder. In der Bibel wird das ja beschrieben, der Fall aus dem Paradies. Also wir sind hier quasi wie in der gefallenen Welt. Das ist aber nur eine Illusion, dass wir das sind. In Wirklichkeit sind wir das, worin der Traum erscheint. Und die Illusion ist eben diese Identifikation mit der Traumfigur und dies eben grundsätzlich. Kann man sagen, Leiterfahrung. Buddha hat ja gesagt, Leben ist Leiden. Das ist aber deshalb Leiden, weil wir uns mit den Personen identifizieren. Und es ist deshalb Leiden, weil erstens wegen der Trennung, wir sind voneinander getrennt und das ist nicht unser natürlicher Zustand. Das fühlt sich also schmerzhaft an. Und zweitens ist es eben auch so, dass die Menschen sind ja vergänglich. Das wisst ihr ja alle. Und dieses Wissen um die Vergänglichkeit und auch die Gefahr, die immer irgendwo da sein könnte, du kannst krank werden, du kannst überfallen werden, was auch immer, dieses Wissen, auch wenn wir nicht dran denken, ist trotzdem da, ist auch immer Leiterfahrung, also ist auch immer Angst. Also im Kurs im Wundern hat Jesus den Satz geschrieben, in der Welt hast du Angst. Das ist wie ein Gesetz, wenn du glaubst, dass du in der Welt bist, hast du Angst. Das ist so. Auch wenn es oft nicht erkannt wird oder phasenweise auch gar nicht gefühlt wird, gar nicht da ist. Insgesamt ist es aber immer so. Es ist immer die Welt, in der Welt sein ist immer die Leiterfahrung. Es fällt uns vielleicht gar nicht mehr so auf manchmal. Gerade wenn wir gute Zeiten haben, fällt es uns nicht auf. Bei schlechten Zeiten natürlich schon. Klar. Aber im Vergleich zur Wirklichkeit ist es immer Leiterfahrung, weil auch immer so eine Enge da ist. Es fühlt sich ja in gewisser Weise an, wie hier im Körper zu sein und da ist diese Enge natürlich da. Ist auch schon Leiterfahrung. Aber in der Wirklichkeit ist es eben nicht.
Es ist ganz anders. Und im Satsang geht es eben in erster Linie darum, also für mich geht es darum, Hilfestellung zu geben, damit die Schüler, die kommen, aus dem Traum erwachen können. Und hier läuft es meistens so, dass es immer wieder und immer wieder und immer wieder geübt wird, bis irgendwann die Waage kippt. So war es bei mir selber ja auch. Also quasi immer wieder, ich nehme gern das vom Kurs in Wundern, die Vergebung. Das heißt, das Leugnen der Illusion und der Schritt in die Wirklichkeit. Das kann man eine ganze Weile wirklich üben und das habe ich auch eine ganze Weile sehr intensiv geübt. Im Grunde viele Jahre, jeden Tag, x-mal. Später wird es dann nochmal, verändert sich das dann nochmal. Da gibt es dann auch Zeiten, wo das dann auch nicht mehr funktioniert. Weil eben ein Weitergehen dran ist, weil noch subtilere Schleier fallen müssen. Und es ist auch dann okay. Aber erstmal ist so die Einladung, das Leugnen der Illusion. Also ich bin nicht die Person hier, ich bin nicht das Vergängliche. Wenn ihr das schon mal irgendwie geahnt oder mitgekriegt habt oder innerlich euch klar ist oder mir einfach mal für 5 Minuten glaubt, ich bin nicht die Traumfigur und dann ist die Einladung, den Schritt in die Wirklichkeit zu machen, die immer hier ist. Kommt eine Frage rein von Mr. Blue. Guten Abend. Du Mr. hast. Blue? Ja, Mr. Okay. Blue. Guten Abend. Du hast den Kurs in Wundern erwähnt. Hattest du ihn vollständig durchgearbeitet? Wie lange hatte es gedauert? Kannst du diesen Kurs empfehlen? Ja, ich habe den vollständig durchgearbeitet. Also erstmal habe ich das ganze Textbuch gelesen und parallel dazu die Lektionen gemacht. Das sind ja 365 Lektionen. Ich habe mir da aber 15 Monate Zeit genommen, weil mir manche Lektionen so gut gefallen haben, dass ich die mehrmals gemacht habe. Und während der 15 Monate habe ich auch das ganze Textbuch gelesen und auch noch das ganze Handbuch für Lehrer. Kannst du mal kurz zeigen? Das ist also so ein dickes Teil hier. Ja, man es lesen. Mit ziemlich dünnen Seiten. Vielen, vielen Seiten Textbuch, die aber sehr, sehr interessant sind. Also für mich war es unglaublich interessant und spannend und faszinierend, diese Texte zu lesen, diese ganzen Erklärungen von Jesus. Also ich fand das immer absolut genial. Und mir hat es eben auch sehr geholfen, meine Probleme zu lösen, meine Themen, die hochgekommen sind. Ich hatte schwere Zeiten und da habe ich das immer genutzt. Und natürlich kann ich das empfehlen. Ich empfehle den Kurs in Wundern, klar. Wobei mir klar ist, dass das Kurs in Wundern ist jetzt nicht für jeden der Weg. Es gibt ja viele Wege. Aber ich weiß auch von Leuten, die mal angefangen haben, mal reingeschnuppert haben und dann irgendwann gemerkt haben, sie kommen nicht klar damit. Das Verstehen reicht nicht aus, ja. Und dann haben sie aufgehört. Das ist aber trotzdem auch gut gewesen. Auch wenn man sich nur mal eine Weile damit beschäftigt hat, ist es auf jeden Fall irgendwie was eingesackert. Oder eingesickert. Und das, was versteht, ist ja das, was wir wirklich sind. Es kann sein, dass das im Bewusstsein gar nicht verstanden wird oder im Verstand. Aber das, was wir wirklich sind, versteht schon immer irgendwas. Also empfehlen kann ich es auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass das der Weg für jeden ist. Da gibt es halt viele Wege und jeder darf da gerne gucken, was für ihn das Richtige ist. Und manchmal ist es auch so, man geht mal ein Stück auf dem Weg und dann wechselt das, dann geht man woanders weiter. Nur eine Empfehlung ist, wenn du deinen Weg gefunden hast, egal welcher es ist, und das steht eben auch im Kurs in Wundern, dann macht es Sinn, den bis zum Ende zu gehen.
Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ich habe den ganzen Kurs natürlich jetzt über die Jahre mehr als einmal durchgelesen. Ich habe dann nicht noch ein zweites Mal von vorne bis hinten, sondern dann immer, wie es sich ergeben hat. Und ich habe auch unglaublich viele Bücher, die das, es gibt ja ganz viele Bücher, die so quasi dazu geschrieben wurden von verschiedenen Leuten. Der eine Autor heißt Kenneth Wapnick oder ein anderer Terry Reinhardt, manche sagen Gary Renard. Da gibt es also viele, viele sehr spannende, interessante Bücher, die dann auch weiterhelfen, das zu verstehen. Habe ich alle gelesen. Dann haben wir wieder im Buch, im Text, im Kurs selber, klar. Und ich kann dazu auch nur sagen, er ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Und ich weiß auch, dass er von manchen nicht so richtig verstanden wird, die das aber auch nicht so mitkriegen, trotzdem. Und er hat trotzdem sein Gutes. Ist schon, ist ja auch ein bisschen typabhängig. Also ich bin ja, es gibt ja verschiedene Arten von Typen, wie wir halt so geprägt sind. Da gibt es Erkenntnistyp, Typ Liebe und Typ Hingabe. Und ich bin eben Erkenntnistyp von der Konstellation her oder vom Bauplan her für diese, für dieses Leben. Also ich meine jetzt hier die Traumfigur natürlich. Die Erkenntnistypen, deswegen war das für mich nicht schwer, den Kursenwohner zu verstehen. Aber wer jetzt zum Beispiel Typ Hingabe ist, der dürfte da einige Probleme kriegen. Der wird wahrscheinlich nicht durchhalten bis zum Ende. Das ist aber auch okay. Im Grunde kann nichts falsch laufen. Und ich habe auch schon unglaublich viele Sachen angefangen und wieder abgebrochen. Es war trotzdem irgendwie nützlich. So, okay, jetzt habe ich aber lange noch darüber gesprochen. Die eine Frage. Darf ich dazu noch eine kurze Anmerkung machen? Ja, natürlich. Den Kurs in Wundern habe, da hatte ich begonnen mit dem Textteil, war dann gleich wieder raus, weil ich einfach die Sprache nicht verstanden habe. Habe jedoch dann begonnen mit dem Lektionsteil, mit dem Kursteil, der mittendrin ist, ne? Weil man ist ja gewohnt, ein Buch von Anfang an zu lesen, ne? Aber es ist kein Lesebuch, ne? Sondern ein Praxisbuch. Und dann habe ich einfach nur ganz stur die Lektionen praktiziert für ein Jahr. Und dann im zweiten Jahr war einfach das wieder dran. Und dann waren in meiner Umgebung schon 20 Leute, die das mit mir gemacht haben. Oh, super. Angesteckt durch das, was sie gesehen haben, was sich bei mir verändert hat. Oh, cool. Genau, und ja, da findet auch ein reger Austausch statt. Und für mich war wichtig, den geeigneten Kurslehrer zu finden, der mir die Sprache oder die Auslegung der Lektionen so ein bisschen näher gebracht hat. Aber auch ich bin ganz sehr ja, davon überzeugt von diesem Kurs und war wirklich für mich auch der Schritt, den es nochmal gebraucht hatte, bis wirklich alle Schleier gefallen sind und auch Ah, freut heute mich. immer noch nach fast 4 Jahren, also ich bin jetzt 4 Jahre dabei und für mich ist es wie eine Kommunikation mit Gott. Ja, oh, wie schön. Ja. Ja, das berührt gerade mein Herz, das ist schön. Ja. Sehr, sehr, sehr. Danke. Gerne. Schön. Patrick fragt, lieber Shiva, kannst du sagen, was die Kernbotschaften des Kurses sind? Hallo, lieber Patrick. Schön von dir zu hören. Die Kernbotschaften des Kurses. Ja, es gibt hier eine Überschrift. Das ist natürlich die totale Kernbotschaft. Also eine Unterüberschrift quasi.
Und die heißt, nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Und hierin liegt der Frieden Gottes. Das heißt, alles, was man könnte da gleich drauf eingehen, alles, was irgendwie bedrohbar ist, und das ist ja das menschliche Leben, ist ja bedrohbar und es wird ja auch enden, ist nicht wirklich. Weil nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Wirkliche kann nicht bedroht werden. Also alles, was bedrohbar ist, ist nicht wirklich. Das ist die Illusion, die Erscheinung. Und nichts Unwirkliches existiert. Das heißt, das Unwirkliche, also die Illusion, die Erscheinung, erscheint zwar wie eine Fata Morgana, aber ist immer leer. Ist die Leerheit der Dinge. Ist nicht wirklich existent. Ist irre, ne? Wir sind uns so sicher, dass das hier existiert. Wir fühlen doch den Schmerz und die Gefühle. Aber es ist nicht so. Von der Wirklichkeit aus gesehen ist es nicht. Ist es immer nur leer. Die Buddhisten haben ja den Begriff die Leerheit der Dinge. Es ist im Grunde alles wie eine Fata Morgana, was hier das ganze Traumspiel. Es existiert nicht wie wirklich. Also wirklich ist nur das Ewige. Ja, und hierin liegt der Frieden Gottes, ist dann der dritte Satz. Da sagt natürlich erstens schon mal aus, dass es Gott gibt. Und das anzunehmen, dass nur das wirklich ist, was nicht bedrohbar ist, also was ewig ist, das bewirkt Frieden. Das öffnet uns für den Frieden, der immer da ist. Weil an die Illusion zu glauben, an das Vergängliche zu glauben, bewirkt sowieso schon Unfrieden. Ja, und dann gibt es viele Kernaussagen natürlich. Also, wenn wir gerade mal das Wort Gott nehmen, Gott ist natürlich kein Mann mit weißem Bart, sondern im Grunde die Schöpferidee oder ein Schöpfergedanke. Sehr abstrakt, also vollkommen Abstraktheit. Und gleichzeitig aber auch vollkommene Liebe. Liebe, die nicht von dieser Welt ist, die kein Gegenteil kennt, die bedingungslos ist. Weil eben diese Schöpferidee, die wir auch Quelle nennen oder Gott, hat begonnen. Was macht ein Schöpfer? Schöpfer schöpft, also durch Ausdehnung, sich auszudehnen. Da sind quasi die Schöpfung Gottes entstanden, die immer mit Gott eins sind. Das ist das, was wir sind. Wir sind also im Grunde das gleiche, reiner Geist. Vollkommene Abstraktheit, vollkommene Liebe. Und da ist eben auch unser Zuhause. Und leider sind wir eingeschlafen und träumen diesen Traum der Trennung. Und was zur Folge hat, dass auch noch Schuldgefühle mit reingekommen sind. Also im Grunde hat jeder Mensch Schuldgefühle im Inneren, Unbewusste. Und das bewirkt auch unbewusst immer Angst vor Gott. Deswegen ist der Widerstand gegen Gott unglaublich groß, gerade hier im Westen. Der Grund dafür sind aber im Grunde sind eigentlich diese tief inliegenden Schuldgefühle, die Angst vor Gott bewirken, weil Schuld erwartet Strafe. Deswegen kannst du hier im Westen, hast du kaum eine Chance, wenn du von Gott redest, oh Gott, dann drehen sich die meisten schon um. Will man nichts von wissen, klar, weil das geht an den Kern des Problems. Das aber in Wirklichkeit gar nicht existiert, weil in Wirklichkeit existiert gar kein Problem. Aber dass in Wirklichkeit existiert kein Problem, bedarf es jetzt wieder der Vergebung, die Illusion loslassen, den Schritt in die Wirklichkeit und dann mitkriegen, ah stimmt, es existiert gar kein Problem. Das ist immer der Weg. Immer wieder die Illusion vergeben, Schritt in die Wirklichkeit mitkriegen, ja stimmt, existiert gar kein Problem. Und hier kann dann auch mitgekriegt werden, wenn das Herz dafür da ist. Bei mir war das einfach diese Herzenssehnsucht nach Gott oder ich wusste, es gibt ein Zuhause, gibt eine Quelle. Damit möchte ich verbunden sein, dann möchte ich mich hingeben.
Das war irgendwie schon immer nicht wissend schon immer da. Ja, dann gibt es noch die Kernaussage. Du bist eingeschlafen, also der Heilige Sohn Gottes ist eingeschlafen und träumt diesen Traum der Trennung. Und du würdest nie daraus aufwachen, aber Gott hat Hilfe geschickt. Und das nennt man den Heiligen Geist oder die Stimme, die für Gott spricht. Das ist unsere innere Stimme. Und wir können uns da führen lassen, leiten lassen. Wir können auf sie hören. Und das funktioniert dann eben auch im Alltag. Was ist jetzt Gottes Wille? Gottes Wille ist immer unser vollkommenes Glück. Auf die innere Stimme zu hören, macht also am meisten Sinn, weil die Alternative wäre, auf diesen Verstand-Ego-Dings da zu hören. Und das ist leider oft destruktiv. Das Ego zum Beispiel will Glück erreichen durch haben wollen oder durch besonders sein, im Grunde durch Trennung auch. Und will nicht eingestehen, dass Glück schon immer da ist. Also es bewirkt von vornherein Mangel. Gut, wir haben aber die Möglichkeit, auf diese innere Stimme zu hören und uns da führen zu lassen. Das war so eigentlich für mich die wichtigste Erkenntnis. Die habe ich eben auch viele Jahre genutzt und nutze sie immer noch. Wenn irgendein Thema auftaucht, irgendein Problem auftaucht, irgendeine Frage auftaucht, ein ungutes Gefühl auftaucht, ich setze mich dann hin und stelle eine Frage und höre Antworten und gehe dann in einen Prozess des Schreibens. Und so hat sich bei mir natürlich viel Erkenntnis aufgetan. Also da gilt dieser Satz aus dem Kurs, Verstehen ist Licht. Da ist immer mehr Licht reingekommen. Aber das sind keine Antworten, die ich mir selber hätte ausdenken können. Das kann der Verstand nicht, weil er keine Ahnung hat davon. Okay. Gibt bestimmt noch viele mehr Kernaussagen, aber das reicht ja erstmal. Mehr fällt jetzt gerade nicht ein. Genau. Eine weitere Frage. Ja. Der Kurs war, Und Patrick noch? ne, Patrick hat jetzt nichts geschrieben. Von wem ist die weitere Frage? Nein, keine weitere Ach Frage. so, Keine weitere okay, Frage. keine. Keine weitere Frage. Deswegen hatte ich angemerkt, dass das Besondere am Kurs ist, dass er einen ja Tag für Tag, also durch ganz einfache, leicht umzusetzende, in den Alltag zu integrierende Lektionen dann ebenso diese Geistesschulung schenkt, ne? So anderen Geistes zu werden. Und viele Jahre zuvor kannte ich es, dass ich dann immer mal zu irgendeinem Seminar gegangen bin und dachte, oh, jetzt ist Erleuchtung da und jetzt ist alles klar. Und dann kam der Alltag und es war ganz schnell wieder weg. Und irgendwann war eben dieser ganz, ganz tiefe Wunsch, bitte, wer auch immer mich da hört, gib mir etwas, was mich auf dem Weg hält. Jeden Tag, Schritt für Schritt in meinem Alltag. Und dann wurde mir der Kurs geschenkt und ja, genau. Ah, sehr gut, schön. Ja, genau. Was ist da? Ah, Patrick fragt. Schön, danke, Shiva. Was bewirkt der Prozess des Schreibens, von dem du erzählt hast? Der bewirkt immer wieder inneren Frieden. Und wenn der da ist, dann ist auch so meistens diese Schreibsession zu Ende. Wenn Frieden da ist, brauche ich nicht weiter fragen, dann ist gut. Oder Erkenntnis natürlich auch, Antworten auf Fragen. Peter, wie geht's? Wolltest du mit mir sprechen? Möchtest du mit mir sprechen? Mal dem Lorena das Mikro.
Hast schon mal Ja, gekriegt. konnte erst die Stromschaltung nicht aufheben. Okay. Und wie geht's? Gut. Ah, freut mich, schön. Also ich habe gerade so einen Text gelesen von einem, der so ganz radikal immer wieder, den hat mir der Patrick geschickt, der so immer wieder versucht hat, Zeuge zu sein von dem, was er so denkt und fühlt und tut. Und das habe ich dann so verbunden mit immer wieder, wenn ich merke, was ich so alles für Gedanken habe, immer wieder dann mich da zu verorten, bei dem ich bin und ja, ich kann es noch gar nicht so richtig beschreiben, aber es macht eine Veränderung und da bin ich gerade sehr dankbar dafür. Aber ich merke, also wo eine Frage ist, heute habe ich dann mich ein bisschen verausgabt am PC und dann war ich halt komplett weg von dem, mich gewahr zu sein, ja. Und dann bin ich oft im Körper so wahnsinnig angestrengt. Und ich habe so immer den Eindruck bei mir, dass der Körper so die stärkste Ego-Struktur ist bei mir. Also da, dann habe ich es nur mehr so gedacht, dann bin ich rausgegangen in die Natur ein bisschen und dachte, ja, kannst du dich ja auch versuchen, immer wieder beim Ich Bin zu verorten. Aber es war wie so die Idee, dass dann der Körper dann ziemlich schnell locker sein müsste, aber das geht nicht. Oder beziehungsweise manchmal habe ich dann das Gefühl, dass der Körper mir ja. Also ich finde, im Körper finde ich das Schwierigste. Also mich mit dem nicht zu identifizieren. Ja, Aber es geht vielleicht allen so, oder? Ich weiß es nicht. ob es allen so geht, weiß ich nicht, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich kann es deshalb nachvollziehen, weil hier auch ein sehr starkes Körpergefühl ist. Normalerweise ist es ja so, wenn, wie du sagst, den Körper locker lassen, dann merkst du den Körper eigentlich gar nicht. Und zum Beispiel, wenn man zum Beispiel plötzlich Knieschmerzen hat, dann sagt man, oh, ich spüre mein Knie. Normalerweise spürt man die Knie gar nicht. Der Körper fällt ihm gar nicht auf. Er ist einfach da als Fahrzeug und alles gut. So. Dann zieht er einem auch nicht so in die Identifikation. Aber wenn man den Körper sehr stark spürt, ist das natürlich anders. Und bei mir ist es so, dass ich den Körper sehr stark spüre, weil ich vor über 20 Jahren total tiefes Burnout hatte. Und Burnout heißt sehr ausgebrannt und da war innen drin diese ganzen Häutchen, die innen drin sind, die waren völlig weg. Das war alles roh. Und das ist auch nie wieder ganz richtig geworden. Es war besser geworden, aber es ist immer so, dass, also ich spüre meinen Körper quasi immer von innen. Was normalerweise nicht sein sollte. Man will ja seine Knie nicht spüren zum Beispiel. Wenn man seinen Körper nicht spürt, ist es leichter, sich nicht damit zu identifizieren. Wenn man ihn spürt, ist es schwerer. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Und es ist so, dass wenn das Körpergefühl sehr stark ist, wie vielleicht bei dir auch, du sagst ja, der Körper macht ja da am meisten Schwierigkeiten. Dann ist das fast so, als könnte man diesen Schritt in die Wirklichkeit nicht machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sag dir doch mal, ich bin nicht der Körper und du spürst ihn trotzdem die ganze Zeit noch so stark, dann ist es, vielleicht fällt es dir sehr schwer, diesen Schritt in die Wirklichkeit zu machen, oder geht das? Ja, genau. Also du hast es gut zusammengefasst. Genau so empfinde ich es. Also, und ich habe dann heute gedacht. Also jetzt, machen wir es mal jetzt, weil Lernen ist am allerbesten, wirklich am allerbesten ist, nicht drüber reden, sondern jetzt praktizieren. Weißt du, ich kann dir viel erklären, das ist alles Gerne. nur, also wenn wir jetzt ausprobieren, jetzt ist es ja so auch, okay, und die Einladung wäre jetzt, okay, ich bin nicht der Körper. Lass ich los und mach einen Schritt in die Wirklichkeit. Also wie macht man das ja mit einem kleinen, ja, das
Herzens mit dem kleinen inneren Nicken oder mit der Intention. Ohne zu wissen, wir sind ja schon die Wirklichkeit. Also ich bin nicht der Körper, machst einen Schritt in die Wirklichkeit. So geht es jetzt. Wie ist es jetzt? Ja, es ist möglich und der Körper entspannt dann dabei. Ah, jetzt geht's, super. Satsang ist meistens noch ein bisschen leichter. Aber wunderbar. Der Körper entspannt sich und dieses Körpergefühl lässt natürlich auch nach. Und ich erinnere mich gerade. Also neulich nachts bin ich dann mal aufgewacht. Normalerweise habe ich dann immer irgendwie mit Anspannung oder Angst zu tun. Und dann war ich mal so einen Moment wie in diesem, ich bin mehr dort verortet. Und dann habe ich so auch Schmerzen im Körper wahrgenommen, aber die waren dann gar nicht so, die waren halt wieder drin und es war. Also ich erinnere mich gerade an diese Erfahrung, dass es auch geht mit unangenehmen Gefühlen im Ich bin oder in der wahren Natur so mehr verortet zu sein. So eine Idee Ja, davon sehr habe ich gut. gekriegt, eine Idee. Also, Ja, sehr gut, super. Weil das stimmt. Egal. Egal, wie sich das hier anfühlt. Ganz starke Körpererfahrung, Schmerzen oder was auch immer oder Ängste. Das ist alles im Traum. Komplett alles. Und die Wirklichkeit ist immer jenseits des Traums. Vollkommen unberührt davon. Und es ist so, dass wir verschiedene Übungen haben, die im Traum geübt werden. Zum Beispiel dieses Zeugenbewusstsein, was du da übst, ist ja gut. Also alles, was hilft, ist gut, schon mal grundsätzlich. Das ist aber im Traum. Es geht aber, also die Wirklichkeit zu sein, geht trotzdem immer, deswegen, weil du es immer bist, und zwar immer jenseits des Traums. Das ist eigentlich die Krux, die jeder ist dazu eingeladen, das jetzt mal zu nehmen. Ihr könnt das jetzt nehmen, ja. Das, was du bist, ist immer jenseits des Traums. Immer da. Und immer da, immer. Und was noch ist, es gibt nicht jetzt die Einladung, du musst es jetzt im Bewusstsein mitkriegen, die Wirklichkeit. Das kann sein, dass sich das im Bewusstsein zeigt, aber das Bewusstsein ist schon im Traum. Das kannst du also auch komplett loslassen. Du bist jenseits des Traums und zwar jetzt hier. Kannst den Traum komplett loslassen mit allem, mit Wahrnehmung. Zeugenbewusstsein, Bewusstsein, ist alles Traum. Du bist hier. Und das ist eben auch so, wenn dieser Schritt in die Wirklichkeit nicht funktioniert, dann ist es trotzdem so. Weil es einfach immer so ist. Alles, was hier erscheint, es klappt oder es klappt nicht. Es ist niemals die Wirklichkeit. Und im Grunde reicht schon dieser eine Satz. Also wenn dich jetzt zum Beispiel sehr stark im Körper fühlst und kannst nicht, kommst nicht da raus und was auch immer, was brauchst du dir selbst nur zu sagen, es ist nicht so. Es ist nicht so, weil es existiert ja nicht. Was nicht wirklich ist, existiert nicht. Also es ist nicht so. Das reicht schon, wenn du dem selber glaubst. Okay, jetzt kommt die Frage, wie ist es? Ihr seid alle eingeladen, das nachzuvollziehen. Es ist nicht so, was auch immer du im Traum empfindest jetzt gerade. Es ist nicht so, das heißt, es ist nicht wirklich. Aber die Wirklichkeit ist ja. Also, es ist nicht so, wie du es gerade empfindest. Lass es los. So, jetzt, wie ist die Wirklichkeit jetzt?
Die ist so, wie sie ist. Und da kommen wir jetzt aber für das so große Buchstaben. Weil wirklich nicht von dieser Welt. Weil da gibt es auch wieder keine Antwort im Grunde. Du bist es. Das ist die Antwort. Die Antwort, wie es die Wirklichkeit ist, die Wirklichkeit zu sein. Und genau jetzt. Also jeder ist eingeladen, das nicht zu verschieben. Auf morgen oder heute Abend oder wann. Genau jetzt. Alles, was du hier erlebst, erfährst, ist alles die Traumebene. Wirklichkeit ist nicht so. Also lass los. Wie ist die Wirklichkeit? Ja, die ist so. Ich sage es mit großen Buchstaben, so wie sie ist. Das ist quasi wie so ein Kippen. Von der Horizontalen in die Vertikale. Oder von der Zeitebene in die Zeitlosigkeit. Das ist die Wahrheit. Die braucht keine Beschreibung, keine Erfahrung, gar nichts. Die ist. Und die ist immer. Egal wie es in der Traumebene läuft. Total unabhängig davon. Also jetzt natürlich, ja. Wirklichkeit ist jetzt hier. Du bist das. Jetzt. Nicht die Empfindung, nicht die Erfahrung, sondern das. Na, Rita, wie ist's? Es ist so mit großen Buchstaben. Ich streng mich gerade ein bisschen an, merke ich. Und ich habe neulich die Erfahrung gemacht, eigentlich muss man sich nicht anstrengen. Aber Muss ich. mal gucken, das ist interessant. Das ist interessant. Können wir gerade mal dranbleiben, wenn du magst. Magst du? Okay, du strengst dich jetzt gerade ein bisschen an, fühlst dich angestrengt. Genau das ist die Traumebene. Genau. Die Wirklichkeit ist nicht so. Also es ist nicht so, wie du es gerade mitkriegst. Mitkriegst du es ja, ich streng mich ein bisschen an, aber es, also das, was du bist, ist nicht so. Lässt das komplett los. Was bleibt dann? Wie ist es denn jetzt? Still. Ah, schön. Drängt sich halt immer wieder dieser angespannte Bauch so in den Vordergrund, immer wieder und dann. Ja, okay, das kommt in den Vordergrund und dann sagt ihr, das ist nicht so. Das ist nicht wahr. Es ist nicht so, es erscheint nur so. Ja. Es ist nicht so. Damit lässt es los. Hey, ich mache mal weiter mit den Fragen. Bist du noch da? Ich auch. Paulina, magst du noch was vorlesen? Ja, gerne. Mr. Blue hat noch gefragt, du hast unterschiedliche Typen des Ausdrucks erwähnt.
zum Beispiel den Erkenntnistyp oder den Hingabetyp. Könntest du das bitte erläutern? Also ich habe das mal gelesen in einem der großen bekannten Weisheitslehrer, in dem Buch von einem der großen bekannten Weisheitslehrer, allerdings weiß ich nicht mehr von wem. Ob das jetzt Ramana oder Papaji oder irgendein anderer war. Ich habe es auch dann später nicht mehr gefunden. Da steht, es gibt drei Wege zur Erleuchtung oder zum Erwachen. Das Erkenntnis oder Liebe oder Hingabe. Und je nachdem, wie du gestrickt bist, von Geburt an halt, wir kriegen ja alle unsere Strickmuster mit. Je nachdem, wie du gestrickt bist, gehst du den Weg, der zu dir passt, den du halt kennst, der es leicht geht. Gut, bist du im Verstehen, dann bist du eher Erkenntnistyp, gehst den Weg der Erkenntnis, wie zum Beispiel der Kurs im Wundern, ist ein Erkenntnisweg. Den Weg der Hingabe oder den Weg der Liebe. Allerdings ist es so, dass ich die anderen beiden Wege nicht so gut beschreiben kann, weil ich die ja nicht aus meinem eigenen Leben kenne. Der Erkenntnistyp. Aber an zweiter Stelle ist bei mir dann die Hingabe und an dritter Stelle die Liebe. Die Hingabe war auch immer stark. Ich habe mich immer den Dingen, die ich getan habe, auch ziemlich hingegeben. Ob es jetzt in dem Üben mit dem Kurs war oder auch im Alltag. Familienleben, Verpflichtungen und was auch immer. Das ist immer ziemlich gut Hingabe da. Also Hingabe bedeutet wahrscheinlich, das, was dran ist, dem gib dich hin. Liebe ist dann wahrscheinlich mit einem Guru gemeint. Das kommt ja aus Indien, diese Einteilung. Und in Indien gibt es ja natürlich die Gurus und die Schüler, sehr viele. Und da geht es natürlich um Liebe. Und die ist natürlich ein Stück weit bei mir auch da, weil allerdings ist dann das schon etwas transzendenter, weil es in allererster Linie ist das mit Jesus. Das hat sich so gezeigt. Also Jesus war lange Zeit mein Guru. Da war Liebe, Hingabe und Erkenntnis und später hat Jesus mich noch auf Babaji aufmerksam gemacht. Ja, viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber du könntest gucken, was du für Typ bist. Kannst du selber vielleicht rausfinden, was liegt dir am ehesten. Okay. Gut. Hiranyakashipu, Hai Shiva, die Täuschung scheint hier sehr dicht zu sein, in vielfältiger Form. Wie komme ich von der Täuschung zur Wahrheit? Schuld und Selbsthass sind hier auch zentrale Themen, wie du es erwähntest. Ja, hi. Klar, ist natürlich die Möglichkeit besteht natürlich, einen spirituellen Weg zu gehen und einkalkulieren, dass du da viel Geduld auch brauchst. Geduld ist immer sehr hilfreich, also kannst du auch mit Jahren rechnen. Kannst natürlich auch mit Therapie, je nachdem, wie es geführt ist, ja. Ich habe auch mal mit Therapie angefangen und Selbsthilfebücher. Alles Mögliche gelesen halt. Gehst irgendwie einen Weg, wie es dir zufällt, quasi. Und natürlich ist jetzt so, dass du jetzt gerade hier zuhörst und hier ist jetzt Satsang. Und wenn die Frage jetzt hier aufkommt, wie komm ich von der Täuschung, von der Illusion zur Wahrheit, dann würde ich sagen, dass wir heute mal so üben, wie ich es eben vorgeschlagen habe. Nämlich die Täuschung, die du mitkriegst. Also alles, was du empfindest jetzt gerade. Alles, was du denkst, wie du dich fühlst, was du erfährst. Alles das, was du wahrnimmst mit den Augen des Körpers, den Augen, den Ohren und den Sinnen des Körpers. Selbst dein Bewusstsein
Ist alles Traum, ist alles Täuschung. Geschieht innerhalb der Täuschung, innerhalb der Illusion. Wie weit ist jenseits davon? Also könntest du jetzt auch mit dem einen Satz mal üben, das, was mir hier alles erscheint und wirklich erscheint, es ist nicht so. Also das heißt, es ist nicht wirklich. Es ist nicht so. Dir, das, was du bist, dem geht's nicht so. Das ist nur die Täuschung, die da drüber liegt. Es ist nicht wahr. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wirklichkeit. Dir geht's nicht so, wie du es eben beschrieben hast. Das ist nur das, das ist nur die Illusion. Hier im Traum. Also es ist nicht wahr, es ist nicht so. Wenn du das sagst, es ist nicht so, lässt es los. Und dann bleibt, wie es ist. Und das ist allerdings nicht von dieser Welt, das ist eben dann anders. Das ist keine Erfahrung. Na, guck mal, wie es ist. Aber du musst beginnen, kannst du damit, also wir müssen eigentlich da damit beginnen, indem wir die Illusion loslassen. Solange wir noch dran festhalten, bleiben wir drin. Egal, was da geschieht, ja. Selbst Erwachen im Traum ist ja möglich, aber es ist immer noch im Traum. Komplett los. Nee, es ist nicht so. Alles, was erscheint, alles, ist nicht wahr. Es ist nicht so. Ist nicht wirklich. Also das muss losgelassen werden. Das kannst du mit ein quasi wie ein Schritt. Du gehst hier raus aus dieser Ebene der Illusion, der Welt und betrittst die. Obwohl so ist die, die ist immer da. Und die Welt liegt nur so drüber. Und wenn du die loslässt, fällt die. Dann ist das, was immer ist. Immer. Also man könnte sagen, der Himmel ist immer blau, egal welche Wolken da sind. Du bist immer der Himmel. Versuch's jetzt, verschieb's nicht. Die Einladung ist immer, im Satzgang ist immer die Einladung, genau jetzt hier. Das zu vollziehen. Dein ganzes Erleben ist nicht so. Es erscheint dir nur so. Okay, Lorena. Im Moment aus dem Chat keine weiteren Fragen und Kommentare. Okay. Darf ich was fragen? Ja, klar. Zu dem, was du eben sagtest. Für mich war es ja bei den Nicht-Dualität-Tagen das erste Mal, dass ich so geballt mit so vielen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Sprechern, Erwachten oder wie auch immer zusammenkam. Und was für mich so was ganz Besonderes war, war, euch zu erleben oder auch dich zu erleben, so im Satsang, so jetzt. Und dann Minuten später dann eben den Mensch auch zu sehen, ne? Und den Mensch mit allem, was da noch so menschelt, ne? So der Mensch, der sehr darauf bedacht ist, wie seine äußere Hülle aussieht, der andere Mensch, der sehr darauf bedacht ist, mit was er seinen Körper füllt oder wascht, ne? Der Mensch, der auch noch die Themen mit dem Finanziellen und der Materie hat, ne, also so dieses Menscheln. Und
Das war für mich großartig, auch in dem zu erkennen, hey, na, auch die sind nicht 24/7 so, wie ich sie da im Satsang erlebe. Oder wie würdest du das dann sagen? Weil für mich ist so gefühlt, na, dieser Übergang, na, von so einem Setting, wie wir es dort hatten, dann in dieses Alltagssetting, auch sehr mit Enge und sogar körperlichen Schmerzen verbunden. So, hast du da irgendwie so einen Tipp, so irgendwie sowas Alltagstaugliches, wie man das so, wie man noch ganz normal im Berufsleben und im Alltag steht, dann transportieren kann? Es funktioniert ja nicht, weil der Traum ist immer die Dualität. Grundsätzlich, was ist ja besser, ist ja die gefallene Welt. Als Metapher jetzt. Hat immer die zwei Pole. Das heißt, du kommst im Alltagsleben niemals, niemals da raus. No chance. Es geht nicht. Das ist ja das, was sich die meisten vorstellen oder wünschen. Aber das ist ja kein Erwachen. Also eine Veränderung im Traum. Nehmen wir an, gibt ja viele Beispiele, wo auch ziemlich starke Veränderungen stattgefunden haben. Veränderung im Traum, wo plötzlich irgendwie Frieden da ist und sowas, ja. Ist immer trotzdem in der Dualität. Und es kann nie 24/7, 365 gehalten werden. Es geht nicht. Weil der andere Pol immer irgendwann auftaucht. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Das hat ja gar nichts mit Erwachen zu tun. Das ist ja im Grunde immer die Suche nach Glück im Außen. Das heißt, die Suche nach Glück im Traum, in der Illusion. Im Grunde ist es wirklich, wir Menschen sind so verdreht. Das ist komplett Quatsch. Es ist immer die Suche nach Glück im Außen. Aber bist du dir dann dennoch 24/7 vollkommen bewusst, dass du dich dann im Traum befindest? Das ist Eine auch wieder so, Geschichte. dass es geht nicht, weil das Bewusstsein ist immer im Traum. Du kannst nicht 24/7, 365 kannst du nicht das Bewusstsein der Wirklichkeit haben, weil es immer im Traum ist. Es taucht immer ein Schatten auch auf, also ein Vergessen. Aber das hat ja mit Erwachen gar nichts zu tun, weil das wirkliche Erwachen findet nicht im Traum statt, sondern das, was jenseits des Traums ist, erkennt, ach, ich bin ja gar nicht im Traum. Es hat nichts mit der Person zu tun, gar nichts. Die Person bleibt fast unverändert. Also gut, es hat sich natürlich schon einiges verändert seit der Zeit, aber bestimmte Macken haben sich nicht verändert. Die sind sogar noch schlimmer geworden. Die gehen mir voll auf die Nerven, wirklich. Nur das hat nichts mit Wachsein zu tun. Jetzt zu verlangen, dass die Person anders sein muss, das ist Einschlafen, weil das Identifikation mit der Person. Aber das, was wach wird, ist jenseits des Traums. Und das mitzukriegen, das ist eigentlich Erwachen. Ach, egal was im Traum ist, ganz egal was im Traum ist. Auch wenn im Satsang toll, klappt alles super, 5 Minuten später stellt mir jemand eine blöde Frage und ich bin vielleicht gerade ein bisschen missmutig, weil mir es auf die Nerven geht. Also nicht der coole Satsang-Lehrer. Und dann, ach Mann, hast dich wieder gehen lassen. Oder sowas, ja? Aber all das geschieht im Traum. Und das ist auch nicht zu verhindern. Weil der Traum läuft, wie er läuft. Wir haben nicht die Kontrolle über den Traum, niemals. Auch kein Erwachter hat die Kontrolle über den Traum. Das ist unmöglich. Nur das spielt wirklich keine Rolle, weil das Erwachen jenseits des Traums ist. Das wirkliche Erwachen.
Das, was wirklich erwacht, ist vom Traum vollkommen unberührt. Und das ist hier und das ist da, wo du bist auch. Und natürlich, Lorena, die Antwort auf deine Frage, das war jetzt alles nur, wie nenne ich das, Warming up, was ich gesagt habe. Eine wirkliche Antwort ist ja nicht etwas, was ich dir sage, sondern ist etwas, dass du das selber erlebst. Was aber kein Erleben ist, weil es nicht im Traum ist. Also ist meine Antwort jetzt all das, alles, das Ganze. Satsang, Pausen, toll sein, es vermasseln. Manchmal vermassle ich es auch im Satsang. Egal. All das ist im Traum. All das ist Erscheinung im Traum. Die Wirklichkeit, die du, also du hast es ja alles erlebt, da die Lehrer so, die so, dann siehst du auch, der braucht ganz bestimmtes Essen, der muss die Kleidung und der ist so und so, ja. Hast du ja im Satsang erlebt, hast du ja außerhalb erlebt. Aber dieses, dein Erleben, das ist ja die Illusion. Verstehst du? Also wenn du dir jetzt sagst, es ist nicht so, es hat mit mir gar nichts zu tun. Es war nur die Traumerscheinung. Was ist los? So, wie ist es jetzt? Beruhigend. Merken, dass ich schon längst da bin, wo ich hin will. Ja, da bist du immer. Da bist du immer. Schon immer gewesen. Klar, es ist nur manchmal so diese Illusion, ne, wenn man Vorbilder oder Lehrer nur in dieser Satsang-Konstellation sieht und nur dieses Standbild dann hat und denkt so, und daran orientiert man sich, ne? Ja. Naja, das ist aber auch immer noch so ein bisschen, merke ich, immer noch so ein bisschen ich sage, verstehendes Licht. Das sind noch ganz kleine Schleier da jetzt. Bei dir ist noch nicht so ganz das Verstehen da gewesen. Weil das spielt gar keine Rolle. Das, was wirklich ist, hat damit nichts zu tun. Der Kurs sagt, glaube ich, an einer Stelle, du versuchst Licht in die Dunkelheit zu bringen, aber wo Licht ist, kann Dunkelheit gar nicht mehr existieren. Genau. Ja. Gut, dann lese ich mal die nächste Frage von Jeanette. Jeanette Nicole. Hallo Shiva, ist es nicht einfach nur das, was ist und jedes weitere Wort trifft es nicht? Hallo, Jeanette Nicole. Danke für die Frage. Ja. Es ist total einfach und es ist auch gleichzeitig nicht so einfach, das, was ist, weil das ist ja was, was man jetzt immer wieder hört. Das, was ist, das, was alles, was ist, ist schon das. Jetzt, leider können wir jetzt nicht direkt miteinander sprechen. Ich stelle die Frage mal in den Raum, was ist denn das, was ist? Und normalerweise so wie ich das von den Non-Dualitätssprechern mitkriege, ich bin ja keiner, ich spreche anders, ich spreche gar nicht über, sondern aus der Wirklichkeit, ist das, was ist, ist die Erscheinung. Das, was erscheint, ist das, was ist. Und das ist nicht ganz die Wahrheit, weil die Erscheinung ist ja in Wirklichkeit gar nicht. Sie erscheint nur. Es ist komplett eine Illusion. Und dann gibt es auch noch Sprecher, die sagen, ja, es gibt aber nichts anderes als das, was ist. Also ist die Wirklichkeit die Erscheinung. Also die Illusion soll die Wirklichkeit sein, ja. Also da kommt selbst mein Verstand schon nicht mehr mit. Das kann nicht so sein, das ist auch nicht so, weil es gibt eine Wirklichkeit jenseits der Erscheinung. Das ist jetzt allerdings hier kein Konzept, sondern das Erkenntnis, dass jetzt hier diese Wirklichkeit jenseits der Erscheinung, also alles, was ist, ist die Wirklichkeit.
jenseits des Traums, was nicht von dieser Welt ist. Und das, was von dieser Welt ist, das ist gar nichts. Das ist Traum. Kannst du gerade vergessen. Es ist nicht. Es ist nur eine Erscheinung. Also eine Illusion. Eine Illusion hat keine Wirklichkeit. Die ist nicht. Wie der Kurs im Wundern sagt, die Überschrift: Nichts Wirkliches kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Das heißt, alles, was bedroht werden kann, was Erscheinung ist, existiert gar nicht. Also was ist denn jetzt eigentlich alles, was ist? Ist das die Erscheinung? Sehe ich nicht so. Die Erscheinung ist Leerheit im Grunde. Ist nicht die Leerheit der Dinge. Und was ist, alles was ist, dieses alles, das projiziert irgendwie was, als wäre auch die Teekanne und so weiter, die Schmerzen, das Leiden, die Gedanken. Nee, das was ist, die Wirklichkeit, das ist das was ist. Und die kannst du nicht erfahren, die kannst du nur sein. Und kannst du übrigens auch nicht nicht sein. Gut, natürlich ist mir klar, dass es da sicherlich kontroverse Ansichten gibt. Alles, was ist, hört sich ja so schön an. Dann ist alles schön. Aber mir geht es nicht darum, dass alles schön ist. Mir geht es auch nicht um Trennung. Mir geht es um Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Illusion. Katharina fragt, lieber Shiva, würdest du sagen, dass Erwachen ein Prozess ist? Würde ich schon sagen, ja. Aber nicht zwingend. Aber normalerweise würde ich das schon sagen. Es kann vielleicht auch Ausnahmen geben. Ganz, ganz wenige. Aber wer von den großen Weisheitslehrern ist denn auf die Welt gekommen, war sofort vollkommen erwacht? Also fällt mir eigentlich nur Babaji ein und der ist ja nicht geboren. Also der Körper von Babaji ist nicht geboren, der ist plötzlich einfach da. Und das schon mehrmals. Und hat sich dann auch meistens wieder in Licht aufgelöst. Sonst fällt mir keiner ein. Also selbst Jesus hat gesagt, ich bin noch nicht so weit in ganz jungen Jahren. Ich glaube schon, dass ein Prozess ist. Bei mir ist es jedenfalls einer und ich bin sogar auch noch immer drin. Ich bin schon wach, aber es ist noch nicht das Ende des Erwachens. Okay. Hier kommt eine Frage von Josef Traum. Physiker haben es vor kurzem geschafft, Zeitkristalle stabil zu halten. Was bedeutet das für uns? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit. Von Zeitkristallen habe ich echt noch nie was gehört. Deswegen kann ich da auch nichts so sagen. Klingt irgendwie abgefahren. Zeitkristalle. Kann man die irgendwo bestellen bei Amazon? Ja, tatsächlich. Ich bin sehr erstaunt, was die Quantenphysik und die Physiker so alles schaffen, ne? Ja, die haben schon ganz schön viel erkannt. Die haben ja auch schon erkannt, dass dieser Körper gar nicht so ist. Das meiste ist ja leerer Raum. 99,99% ist leerer Raum. Trotzdem kommt er uns so fest vor. Aber die Physiker haben es ja erkannt und bewiesen. Ist gar nicht, also es ist nicht so.
Da fängt es ja schon an. Es ist nicht so. Josef Traum hat jetzt seine Frage auch zurückgezogen. Was gezogen? Er hat seine Frage wieder zurückgezogen. Ja, das ist gut. Mach das auch Vielleicht ist er jetzt manchmal. in einem Physikerforum. Ja, Ich sicher, glaube, doch Dieter nochmal. möchte noch mal einen Moment. Ja, hallo. Hallo. Du hast vorhin gesagt, das, was ist, das kann man nicht erfahren, nur sein. Und also mit dieser Idee, da immer Zeuge zu sein, da habe ich dann immer gesagt, ich bin gewahr, oder habe immer überlegt, was bin ich denn gewahr? Und irgendwann kam mir dann auch so die Idee, dass es eigentlich um das Gewahrsein geht und habe das Sein dann so groß geschrieben auch. Also das, Aha. also das ist eigentlich nur, man muss eigentlich, also irgendwann kam es mir dann so ganz einfach vor, aber ich kann mich jetzt nur so eher ein bisschen erinnern, als es so ganz doll zu fühlen, aber das ist, dass man eigentlich nur sein darf. Und dass es diese ganzen Gedanken überhaupt nicht braucht und dass aus dem dann alles eins nach dem anderen daraus entsteht oder dass das so wie sich entfaltet. Aber ja, ich komme ein Ja, bisschen wieder näher jetzt durch kannst den du aber Satz. nicht kontrollieren. Bitte? Das kannst du aber nicht kontrollieren, weil da bist du immer noch da drin, dass die Rita versucht, die Wirklichkeit zu sein. Aber das Ding ist halt so, dass die Rita geträumt ist und die Wirklichkeit ist das, was du bist. Und die Rita kann den Prozess nicht kontrollieren. Das gelingt morgen, mal gelingt es nicht. Ist aber trotzdem voll okay, das zu üben, natürlich. Alles, was hilft, ist gut. Aber jetzt hier geht es natürlich darum, ich sage das ja immer wieder, also der Lehrer wiederholt, so lange, bis es verstanden wird, wenn es tausendmal ist, das ist ja egal. Ich sage es ja immer wieder, es ist nicht so. Was auch immer da jetzt gesehen wird, es ist nicht so. Alles, was wahrgenommen wird, ist ja vergänglich. Ja, alles, was wahrgenommen wird, ist wirklich auch gewahr sein, ist immer noch ein Traum. Da übt die Traumfigur gewahr sein. Okay. Während die Traumfigur Gewahrsein übt oder nicht Gewahrsein übt, verstrickt ist oder nicht verstrickt ist, währenddessen ist der Himmel immer blau. Das heißt, bist du immer jenseits von all dem und immer in Frieden und selig. Nur das kann die Traumfigur nicht, dessen kann sich die Traumfigur nicht gewahr sein. Nur mal kann ein bisschen was davon erhaschen. Wenn sich im Bewusstsein die Spiegelung davon zeigt. Also die Traumfigur kann ja nur mitkriegen, was im Bewusstsein erscheint. Aber wenn kein Bewusstsein da ist, wie zum Beispiel nachts im Tiefschlaf, kriegst du ja gar nichts mit. Da kannst du auch keine Beobachterposition einnehmen. Oder gewahr sein, weil du gar nichts mitkriegst. Aber das, was du bist, ist immer da. Kriegt sich auch mit. Immer. Und das, was du bist, das kann dich sogar jetzt daran erinnern, wie du letzte Nacht im Tiefschlaf warst. Genauso wie du jetzt bist.
Ja, weiß gerade nichts mehr zu sagen. Macht nichts. Bin mir auch manchmal so. Jeanette Nicole fragt, was sagst du zum freien Willen? Ah, zum freien Willen. Ja, also im Traum ist es natürlich immer die Dualität, auch im freien Willen. Mal hast du ihn, mal hast du ihn nicht. Du hast ihn und dann aber doch nicht. Kannst zum Beispiel nicht wählen, dich zu verlieben. Das passiert oder nicht. Oder verliebt zu bleiben. Das ist noch schwieriger. Das kannst du nicht wählen. Da hast du keinen freien Willen. Du bleibst es oder nicht. Und doch kannst du dir aussuchen, naja, mit wem du ausgehst. Da hast du einen freien Willen. Oder nicht ausgehst. Und so weiter. Das halt im Traum. Aber im Traum ist ja alles Illusion. Und von daher ist es auch egal, ob da freier Wille ist oder nicht, weil es sowieso Illusion ist. Und das, was sowieso Illusion ist, Illusion ist nicht. Ist nicht die Wirklichkeit. Das ist unglaublich schwer zu verstehen, aber ich kann es nur immer wieder sagen. Was will ich machen? Bis irgendwann eine Bereitschaft da ist, dazu Ja zu sagen. Das ist nicht. Und in der Wirklichkeit ist es so, da gibt es den freien Willen, uns Gott zuzuwenden oder abzuwenden. Uns der Welt zuzuwenden oder der Wirklichkeit zuzuwenden. Die Illusion unbedingt mit allen möglichen Tricks doch noch irgendwie wahr sein zu lassen. Und wenn es ist, mit dem Trick alles, was ist. Oder das loszulassen, zu gucken, was ist jenseits davon? Es ist immer die Wahl, diese eine Wahl, diese eine Wahl haben wir. Und das ist auch eine freie Wahl, wie wir uns da entscheiden. Im Grunde ist es eine Hinwendung zu Gott oder eine Abwendung von Gott, kann man sagen. Aber es ist ein bisschen runtergebrochen, ist es dann eben. Geht es um Wahrheit oder Illusion? Angst oder Liebe? Herz oder Verstand? So, höre ich auf die innere Stimme oder ganz runtergebrochen, höre ich auf die innere Stimme? Auf die innere Stimme oder auf diesen da im Kopf? Das ist ziemlich runtergebrochen. Das ist immer noch diese Wahl, die wir haben. Das ist auch hier. Sogar hier in dem weltlichen Geschehen die einzige wirkliche Wahl. Hörst du auf deine innere Stimme, lässt du dich führen, folgst du deinen Impulsen oder hörst du auf das Ego-Verstand-Ding, auf den inneren Antreiber, die innere Kritiker und was da so alles sich installiert hat? Aber weiter, also das ist ja runtergebrochen hier bis zur Traumebene, aber in Wirklichkeit geht es darum, willst du die Wirklichkeit oder den Traum? Die Wahl haben wir. Ja, es erscheint uns so, als hätten wir die gar nicht, weil wir es nicht hinkriegen. Aber das stimmt nicht. Wir haben die Wahl. Jeder, der wirklich, wirklich zuhört, mir zugehört hat. Klar, es braucht natürlich auch noch das Verstehen. Aber jeder, der wirklich zugehört hat, der kann jetzt sagen, nee, das ist alles nicht wahr hier. Es ist nicht so. Und wählt es damit ab. Und kann gucken, wie ist es denn jetzt? Doch, wir haben die Wahl. Aber die ist nicht so einfach wahrzunehmen, weil wir so lange so lange uns immer wieder für den Traum entschieden haben, weil wir es nicht besser wussten. Wir waren da noch nicht an dem Punkt, weil wir es gewohnt sind, diesen Traum für wahr haben zu wollen.
diese Illusion hier. Wir hängen dermaßen am Körper, obwohl er doch so vergänglich ist. Ein paar Jahre weg ist er. Hängen wir dran. Boah, Wahnsinn. Aber das ist nur die schlechte, man kann sagen, eine schlechte Angewohnheit. Das können wir uns wieder abgewöhnen. Wir haben die Wahl zwischen Illusion, also zwischen Traum und Wirklichkeit. Die ist da. Jeanette Nicole schreibt, naja, ich hatte auch nicht die Wahl, mich auf die Suche zu machen. Die war plötzlich da und lässt auch nicht mehr los. Ist das jetzt eine Frage oder ist das eine Feststellung, dass du keine Wahl hast? Steht kein Fragezeichen dahinter. Steht kein Fragezeichen dahinter. Es klingt so wie eine Feststellung, dass du keine Wahl hast. Dann frage ich dich, ob du jetzt gerade die Wahl hast, zu glauben, dass du die Person bist, die da keine Wahl hatte, sich auf die Suche zu machen und so weiter und so weiter. Ob du die Wahl hast, das zu glauben, dass du die Person bist, oder ob du diesen Glauben loslassen kannst und sagen kannst, nee, ich bin nicht die Person. Ist es möglich, diese Wahl zu treffen, zu sagen, ach, ich bin die ja gar nicht, die ja ohne die Wahl zu haben, auf die Suche gegangen ist. Die bin ich ja gar nicht. Das ist ja Traum. Hast du jetzt die Wahl? Kannst du mal gucken, ob du die Wahl hast. Also die Idee loszulassen, dass du die Person bist. Weil darum geht es letztlich. Kann sein, dass du nicht hast, weil du vielleicht noch nicht an dem Punkt bist. Aber grundsätzlich, das, was du wirklich bist, das hat die Wahl. Das ist sowieso zeitlos. Auch wenn der Punkt erst in 10 Jahren kommt, ist es ja immer schon jetzt. Okay. Lisa nochmal. Shiva, ich wollte noch fragen, du hast gesagt vorhin mal ganz am Anfang, dass du so durch Schreiben nutzt, um so zu Erkenntnissen zu kommen, oder ich habe so verstanden, um deine innere Stimme noch deutlicher zu hören. Genau. Max, ich fände es spannend, mal zu hören, wie machst du das oder was hast du Also da für ich mach das vor allen Dingen aus dem Grund, wenn ich jetzt eine Frage habe und will die im Kopf behalten, dann muss ich ja dauernd an die Frage denken, damit ich es nicht vergesse. Gleichzeitig will ich aber eine Antwort hören, also eigentlich ohne Denken sein. Ich will ja eine Antwort hören, die nicht von meinem Denken kommt. Und deswegen schreibe ich die Frage auf. Und dann brauche ich sie mir nicht behalten, weil sie steht ja schon da. Und dann kann ich Antworten hören. Und die schreibe ich dann auch auf, wenn ich mir die auch nicht behalten muss. Und dann höre ich wieder, welche Frage kommt als nächstes. Und so geht der Prozess dann weiter. Also du schreibst die Frage auf und dann kriegst du Und meine Antwort, die unmittelbar schreibe ich auch auf. und Und dann dann kann ich glaubst mich du auch. selber fragen, habe ich noch eine Frage, kommt noch eine Frage oder ist jetzt alles klar, ist jetzt Frieden? Was ist jetzt? Meistens kommt noch eine Frage. Geht es in so einen Prozess rein? Aber immer wieder mache ich so, ich schreibe eine Frage auf, höre eine Antwort, schreibe sie auf. Habe die nächste Frage auf, höre eine Antwort, bis es dann gut ist. Ich bin nicht so, wie nennt man das? Männer sind nicht multitaskingfähig. Heißt es doch. Ich bin nicht multi. Ich kann nicht gleichzeitig mir eine Frage merken und eine Antwort hören. Also mache ich es mir leichter, nutze das Schreiben. Ja.
Willst du es mal probieren? Schon wieder abgeschaltet. Mikro. Naja, jetzt wieder. Ich habe schon so für mich so was entdeckt, dass ich seit dem Tod von meiner Mama, da habe ich ihr so Fragen gestellt und dann Antworten aufgeschrieben. Und ich mache es jetzt auch so manchmal, muss nur halt den Antworten trauen dann. Also meistens gelingt es mir jetzt, ja. Also, weil Antworten sind dann manchmal auch so ein bisschen. Wo der Verstand dann anfängt, kann das sein so. Und also, dass man, ja, es hat mich gerade, war neugierig, wie du das wohl machst oder ob du da eine besondere Technik hast, aber im Prinzip, glaube ich, machst du das so ähnlich. Naja, wenn Zweifel auftaucht, dann kannst du halt weiter fragen. Aber wenn Frieden da ist, dann ist auch meistens kein Zweifel mehr da. Ah ja, dann kann ich den Zweifel zum Anlass nehmen, zum Genau. Fragen. Genau. Dann Ach, frag weiter. das ist eine Bis du gute gut Idee. ist. Ja, das ist eine gute Idee, noch, da nochmal weiterzumachen. Ja. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, danke. Gerne. Haben noch zwei Anmerkungen von Jeanette Nicole. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wer oder was ich bin. Die Person auf jeden Fall nicht. Ach, das ist doch schon mal ganz gut. Du weißt schon mal, dass du nicht die Person bist. Wer du bist, das brauchst du nicht wissen, das brauchst du nur zu sein. Also ohne zu wissen, wenn du das, die Vorstellung loslässt, du musst das wissen. Das musst du nicht wissen. Wissen ist auch schon wieder eigentlich ein Traum. Schon gar nicht die Person, die muss das schon mal gar nicht wissen. Geht die noch nicht mal was an. Also versuch's mal ohne zu wissen. Ich bin nicht das Teil hier, was alles wissen will. Das, was wir sind, das braucht gar nicht zu wissen. Das hat auch keine Fragen. Das ist sowas wie. Ja, da tauchen keine Fragen auf, da ist alles immer gut. Du sprachst vorhin von der Entscheidung, der einzigen Entscheidung für Gott oder für die Illusion. Das ist ja auch eine immerwährende tägliche Entscheidung. Oder? Wie würdest du das Jeden Augenblick, ja. Es ist immer jetzt. Es ausdrücken? gibt ja immer nur jetzt diesen Augenblick. Jeanette Nicole schreibt: Vielen Dank, Shiva, für deine Antworten. Sehr gerne, Jeanette Nicole. Ich danke dir für deine Fragen. Vielen Dank. Ja, und da schließt sich jetzt der Kreis, wenn keine Fragen mehr da sind. Das ist schön.
Und nochmal anders, nochmal das Gesagte kurz wiederholen, weil es hilfreich ist. Manchmal müssen wir dann 100 Mal hören, bis es endlich Klick macht. Kenne ich auch, ja. Sehr gut. Also alles, was du hier auf dieser Ebene erlebst, denkst, fühlst, erfährst, dir bewusst bist, ist alles Traum. Alles immer die Erscheinung. Du kannst es jetzt mal üben für eine Weile. Im Satz, es ist nicht so. Es ist anders. Also im Grunde ist es so, es ist immer Liebe. Egal was erscheint. Ich sehe, also natürlich, der Mensch sieht manchmal Probleme. Taucht irgendwas auf oder der Verstand sieht Probleme. Ich weiß aber, es ist nicht so. Ich sage dem dann da oben, nee, es ist nicht so. Und sehr oft wird gesehen, es ist nur Liebe. Das ist die Wirklichkeit, die wir sind, die Gott ist, die wir sind. Bedingungslose Liebe, nicht von dieser Welt. Oder Licht. Das, wenn du an dem Punkt bist, natürlich, kann das sehr leicht erkannt werden. Einfach mit dem Satz, es ist nicht so. Alles erleben wir, ist nicht wahr. Was auch immer, ist nicht wahr. So ist es nicht. Dann lässt es los. Es ist wie wenn so ein Schleier fällt und der blaue Himmel ist da. Manchmal erscheint zum Beispiel im Alltag plötzlich ein Stress. Du bist vielleicht gerade ein bisschen genervt von irgendwas und bringst es auch zum Ausdruck. Und denkst vielleicht, oh Mann, Mist, dass ich das jetzt gemacht habe. Jetzt habe ich den anderen oder die anderen brüskiert. Dann kannst du das mal anwenden. Kannst du mal sagen, nee, es ist nicht so. Es ist nicht so. Dann fallen die Schleier, zack, 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 zack. Und dann siehst du, nee, es war nur Liebe. Es war genau das, was jetzt sein sollte. In Wahrheit ist es immer Liebe. Ist natürlich jetzt kein Freibrief, sich auf der menschlichen Ebene gehen zu lassen. Bin ich ja gar nicht dafür. Es geht hier jetzt um die Erkenntnis der Wirklichkeit. Hier ist noch ein letzter Kommentar von Katharina. Manchmal checke ich gar nichts mehr. Dann bleibt nur die Stille und da gibt es den, der etwas checken will, nicht. Ah, super. Sehr gut. Gratuliere. Das ist ein super Schlusswort. Weil das, ja, wunderbar. Danke fürs Erinnern, Shiva. Danke für euer Dasein auch. Sehr gerne, war mir eine große Freude wieder mit euch allen. Namaste, Om Shanti, Om Namah Shivaya. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.